Hey und willkommen zum vierten Teil von diesem Sims 3 Let's Play. Die beiden sind schon wach. Emma wacht auch gerade auf oder steht gerade auf und geht sich mal was frühstücken holen. Ethan ist gerade noch der Einzige, der schläft, obwohl ich glaube, der sollte auch gleich aufwachen. Oh, und ich merke gerade, ich hab's ja lieber ohne Sprechblasen. Dämon! Die nerven mich dann nämlich immer so ein bisschen mit den Screenshots. Ethan kann sich dann eigentlich auch mal was zu essen holen. Und ich lasse es mal. Er darf ja. Und Emma, du kannst danach mal. Und sind die beide duschen? Ich lasse sie erstmal essen, er kann duschen. Ach nein, 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 nein. Du ess erstmal was. Eat leftover slice of wedding cake. Und Liam, du kannst duschen. Ich habe übrigens, heute ist ja Schneeflockentag, glaube ich, heißt das auf Deutsch, auf Englisch, das ist glaube ich Snowflake Day. Genau. Ich habe deswegen mal so ein paar weihnachtliche Dekos aufgehängt und einer von den Firmen wird gleich um meine Feier veranstalten. Oh, und ich habe Mord entdeckt. Auch von, ich weiß ja nicht, wie man es richtig ausspricht, Anras, ich habe keine Ahnung. Mit dem man ganz easy den Haushalt wechseln kann. Ich habe das ja so mal über den Master Controller gemacht. Der Nachteil beim Master Controller ist halt nur, dass die dann immer die Wünsche verlieren. Und mit dem Mod, das ist jetzt glaube ich der Selector Mod, mit dem verlieren die Geld. Verlieren die, oh no. Ich und mein Faden. Mit dem Mod verlieren die halt die Wünsche nicht. Ich war auch gerade eben abgelenkt, weil ich so aus dem Fenster rausgucke und da ein Flugzeug fliegen sehe. So, oh, Flugzeug! Okay, Ethan geht frühstücken. Emma räumt schon schön hier auf, schön. Ich finde schade, dass man die Sachen nicht wirklich essen kann, das wäre cool. Ethan, warum gehst du nicht frühstücken? Ja, genau. Liam, oder fehlen noch Lampen. Da fehlt generell noch einiges an Deko und Möbeln. Ich werde dann auch hier praktisch diesen Teppich hin machen und dann die Stühle irgendwie noch umräumen, dass da ein paar mehr Sitzgelegenheiten sind. Aber so lasse ich es erstmal. Ich habe ja hier auch schon den Kaffeetisch weggeräumt. Emma geht. Nein, Emma, warte mal ganz kurz. Du kannst, weil Ethan muss, glaube ich, auch duschen. Ich sag den mit einer Klappe. Was kann denn Emma sonst gerade noch machen? Nichts. Wir machen es aber suchen, warte mal. Mit Ethan. Liam duscht gerade noch. Das ging gerade plötzlich so schnell. Wie wäre es denn dann, wenn Jill. Obwohl, nee. Ist ja sonst noch gerade irgendwas zum Aufräumen? Eigentlich auch nicht. Ich meine, sie könnte. Das kann ich aber auch machen, ehrlich gesagt. Obwohl, eigentlich kann sie auch mal duschen gehen. Ach, das ist eine Badewanne. Oh, guck mal, ich habe übrigens schon mal so ein süßes Kinderbettchen hingestellt, weil ich glaube, die werden hier jetzt noch nicht ausziehen. Mal gucken, wann sie ausziehen. Am Ende ziehen sie hier aus. Ich muss mal gucken. Irgendwie finde ich das auch schön, mit den beiden zu spielen. Die, aber ich finde es halt, also ich weiß nicht, ich finde es schön, wenn die Geschwister auch irgendwie getrennt wurden, aber irgendwie finde ich es auch schön, mit denen weiterzuspielen. Und ja. Ethan, ess mal ein bisschen schneller. Ach so, aber dann kann sie ja für ihn. Hat sie jetzt gerade Wäsche gewaschen? Nee. Kann sie aber, mach einfach mal. Ethan, bist du fertig? Super. Oh nein, Ethan. 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 Ich habe das schon auch als Frontdoor, oder? Set als Frontdoor. Ich glaube, deswegen mag ich diese Badenfunktion. Ich habe das Gefühl, die dauert länger als das Duschen. Okay, weißt du was, dann räum du das doch mal jetzt. Die
für Ethan auf und Liam, du kannst dann mal. Jawohl, ja. Ich habe auch geguckt, dass sie so einigermaßen weihnachtliche Outfits bekommen. Ready, Jay! Misa! Dann halt nicht. Ich versuche mal. Eigentlich sollte das ja gehen. Emma, schmeißt du mal die Party. Okay, und zwar Giftgiving. Und ich mach mal. Soll ich Tanne an? Ja, komm, ich mach mal früh. Casual. Dann die. Nee, warte mal. Ich mach's anders. Die Ronins lasse ich dann nämlich einfach mal über. Einfach zu Besuch kommen. Das wird ich dann mal kurz rüber. Ich lade die Leute mal gerade sämtliche Leute ein und komme dann wieder. Ich glaube, ich lasse die nochmal so ein bisschen miteinander kommunizieren, unterhalten, interagieren. Das zieht sich auch nochmal. Genau, dann kann er sich nämlich auch nochmal ein bisschen besser mit Emma anfreunden. Ich meine, wir Ethan und Jill müssten eigentlich schon sehr gut befreundet sein. Glaube ich. Ah. Oh. Ich finde es schön, wie Emma da guckt. Oh. Sasha, du ja. Oh, Hafen. Na, dann. Was habe ich jetzt gekleckt? Nee. Ich glaube, das ist ein bisschen inappropriate. Jeep, Johnny's a possum, see? Velma, he's a popsum, it's a boob, her gawasa. Ah, cool. Dann räume ich ja einmal schnell um. Und ich glaube, ich switche mal gleich zu den Ronans rüber. Weil ich möchte, dass die auch vorbeikommen, aber mit dem Kleinen. Mal gucken, was ist da? Das Geile ist, man kann ja einfach mit der rechten Maustaste. Geht das jetzt auch? Okay, ja, es geht. Jetzt habe ich gerade gedacht. Oh Mann, Brad. Dann würde ich nämlich sagen, ich schicke die mal hier zu Besuch. Mr. Lidorn, und zwar mit beiden. Ah, mir fällt auch gerade ein. Das mache ich auch gerade mal. Ich wollte ihn umbenennen. In Ted. Ich das ein bisschen leichter finde zum Aussprechen als Ted. Genau. Und dann kann ich mich jetzt ganz easy wieder zu denen hier switchen. Aber dafür muss ich glaube ich auch erstmal aufmachen. Open. Whipna Chaba Dark! Okay. Nee, Emma. Wer steht denn da vor eurer Tür? Ist das gerade schon Brad? Oh ja, Emma, lass ihn mal rein. Friendly. Ethan, dann kannst du nämlich gleich mal Abigail begrüßen. Wer macht da Sport? Zieh dich mal um. Vielleicht kannst du ja auch Abigail begrüßen. Ethan, wo gehst du denn jetzt hin? Nein. Geh mal dahin und dann kannst du. Er kennt die. Er kann ja mit Ted dann nochmal ein bisschen. Oder. Genau, du begrüßt einfach mal Abigail. Nee. Kann er sie. Ich würde es halt cool finden, wenn die irgendwie nach drinnen einladen können.
guck mal, ob du Abigail reinrufen kannst, dass sie auch reinkommt. Call over, gut. This is Dago! Genau, und Emma, du kannst dich ja mal ein bisschen mit Brad unterhalten. Vorstellen. Beziehungsweise stell dich ja mal bei Abigail vor, ihr kennt euch nämlich auch noch nicht so ganz. Kann sie friendly, genau, chat, weil dann kann Liam noch ein bisschen mit Brad sich anfreunden. Der kennt ihn vielleicht auch noch nicht so gut. Und Ethan. Ethan kennt halt schon jeden. Oh, Ethan könnte. Dafür müsste aber mal. Ich mach's mal so. Ethan, geh du doch mal Abigail begrüßen. Kann er sie umarmen? Nee, leider nicht. Emma, lass Ethan einfach mal kurz Hallo sagen. Da hoffen wir, dass er sie umarmen kann, dass sie den Kleinen mal absetzen muss. What? Ich dachte, warum insulted? Was hat er denn gemacht? Genau, jetzt kann er sie nämlich umarmen. Und dafür muss sie den Kleinen absetzen. Warzo, war we cover? War we cover? Genau, weil dann kann nämlich Emma, was will ich mit. Ja, Emma kann aufs Klo gehen. Emma kann mal auf die Toilette gehen. Und, ups. Falsch. Und dann einfach mal Abigail ein bisschen besser kennenlernen. Friendly, was gibt's denn noch? Könnt euch ja mal unterhalten. Und Ethan kann in der Zwischenzeit. Oh, na egal. Kann sich ein bisschen mit ihm interagieren. Wann kommen eigentlich die ganzen Gäste? Es ist doch 10 Uhr, wo bleiben die dann? Mama, der Teppich ist aber schon noch. Der Teppich ist weg, warum ist der Teppich auf einmal? Ist es, weil ich den Haushalt lege? Ich stelle auch gerade fest, dass ich den Teppich hier doppelt habe. Warte mal, Ethan. Dann musst du mal. Oh, dann lag das vielleicht tatsächlich daran, dass ich den Haushalt mal kurz gewechselt habe. Ethan, feier du noch mal eine Party dann. Okay, ich überspringe das gerade noch mal schnell. Onkel Ethan. Was? Wollte ich sagen? Grace Doran? Es gibt eine Grace Doran? Ach, das. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwo kommt mir der Name bekannt vor. Ich lasse es mal. Ich finde es also, sie sind ja nicht wirklich verwandt, aber ich finde es trotzdem komisch. Wo gehst du hin? Ah, die gehen Schneemann bauen. Also. Obwohl, das wäre natürlich auch cool, so eine Schneeballschlacht. Warte mal, wir haben doch bestimmt genug Platz. Habe ich hier eine Tür? Ja. Wir haben doch hier bestimmt genug Platz. Mach mal Have Snowball Fight mit Abigail und Liam. Genau. Okay, Ethan, dann kannst du mal hier die netten Gäste begrüßen. Guck mal, du kannst mal Harvey Hallo sagen. Oh, die haben fast denselben Pulli an. Das ist... Was? Ich wollte gerade sagen, das ist nicht Jamie. Friendly... Friendly Hug. Who's that? Ich hoffe ja jetzt auch, dass sein Neffe kommt. Leute, das ist unhöflich, wenn ihr gähnend reinkommt. Okay, ich lasse sie mal erstmal alle reinkommen und guck da mal, weil mein Spiel gerade ein bisschen hängt. Und guck mal, die spielen draußen noch. Ich glaube, ich lasse sie auch noch ein bisschen... weiterspielen, bis... Ups. Ich lasse die, glaube ich, auch noch ein bisschen weiterspielen, bis die Geschenke-Party wirklich losgeht. Und dann kannst du ja auch mal Mila Hallo sagen. So, sag doch mal Mila... Muss er sie... Nee, ich dachte gerade, da müsste sie begrüßen.
Hug. Gertzi. Hat immer noch ein Geschenk in der Hand? Sadir. That's weird. Ich möchte jetzt aber nicht resetten, weil sonst möchte ich sie wieder einladen und sonst wäre es blöd. Ich starte das jetzt einfach mal. Weil, oder warte mal, vielleicht sagt er ja noch dem Kleinen Hallo. Kann ich mir mal ein Geschenk geben? Was hat er denn so Schönes, was ich ihm schenken kann? Woher kommt das denn? Das ist ja süß. Das kannst du ihm wirklich mal schenken. Wo geht er hin? Wo gehst du hin? Oh Mann, guckt, habe ich hier gerade Fernsehen? Ha, geil. Und trotzdem kommt dieses schlecht benehmende Gast nicht mit. Okay, das ist mir ein bisschen zu. Oder kann er ihn rufen, wenn er da ist? Kann er eh nicht. Dann würde ich sagen, ich fange das jetzt einfach mal an, weil chaotisch und es wird nicht besser. Oh, die können da drauf sitzen. Cool. Okay, das sieht doch. Genau, Damien setzt sich wieder neben Onkel Ethan. Ich weiß schon, Onkel Ethan. Das stimmt ja auch, aber. Was? Zack. Aha. Oh. Schön, wenn es einfach mal so angehört. Ey, ihr beiden dürft auch noch nachmachen. Vielleicht hätte ich sie dafür doch einladen müssen. Wer ist als nächstes dran? Na, ist als nächstes dran? Was hast du bekommen, Emma? Oh, nicht, dass er schon sowas hätte. Das sieht tatsächlich sogar einigermaßen ordentlich gerade aus. Warte. Das ist übrigens Jamie Saylor, das ist der Stiefvater von den, also von Ethan, Liam und Mila. Vorbei? Vorbei. Cool, dann kann, könnt ihr mal euch ja so. Wo ist der Kleine denn? Wo ist der hin? Ach, da. Der ist hinter Ethan. Aber das Gute ist, Ethan ist ja jetzt direkt neben ihm. Das heißt, er kann ihn... Genau, gib ihm doch auch nochmal ein Geschenk. Und zwar, ich hatte doch gerade eben schon sowas. Genau. Yep. Ach, guck mal, sein Neffe. Oh, wie er sich freut. Wie süß. Ah. Easily impressed. Also leicht beeindruckt. Heißt das leicht beeindruckt auf Deutsch? Ist das überhaupt beeindruckbar? Das klingt gerade falsch. Oh, das wäre natürlich auch schön. Oh, wie wäre es, wenn die beiden einfach mal... Genau, mach doch mal einen Schneemann, ihr beiden. Das ist auch voll süß. Gern geschehen, Emma, du kannst mal dich ein bisschen hier... Du kannst dich ja mal ein bisschen hier mit Mila anfreunden. Deiner zukünftigen Schwägerin. Friendly... Achso, die muss ich erstmal vorstellen. Oder? Genau. Kim kann sich ja mal mit seinem Schwiegervater anfreunden. Damien, machst du mit? Mir fällt doch gerade auf, eigentlich hatte er, glaube ich, auch ein Weihnachtsoutfit. Das hatte ich jetzt schon gerade vergessen. Ich lasse sie jetzt sich einfach mal ein bisschen die Beziehungen weiter ausbauen miteinander und, mal schauen, ab welchem Punkt ich dann weiter, was ich alles rausschneide und was nicht. Ich glaube, das weiß sie zwar. Also wenn sie nicht weiß, dass ich so weiß, weiß ich auch nicht. Hey, dann mal Ronan F. Ronan. Warte, da ging es ja doch an die Runde. Überrascht sie tut es schon. Aus der Familie noch ein Achso, natürlich krass. Warum tue ich jetzt gerade so überrascht? Ich weiß ja. Was ist das? Ich glaube schon. Ja, doch, weil sie hat ja 5 Kids. Eigentlich würde ich es tatsächlich auch, weil die beide, glaube ich, Polizistinnen sind. Ich würde es ja schon cool finden, irgendwie. Weil man die eben doch auch, oder?
Ich überlege nämlich gerade, ich glaube, man kann tatsächlich. Oh, kann er. Kann er, geht das nur bei Gästen? Nee. Dann bringt er Filmer was zu essen. Jedenfalls, ich glaube nämlich, ich würde es voll cool finden, wenn Liam und Emma, wenn die eh schon bald in der Polizeikarriere sind, wenn die beiden Partner werden können. Und ich glaube, man kann das tatsächlich auch machen. Ich mache das aber später, weil dann kann ich vorher speichern, falls das doch irgendwie nicht klappt. Ist das nicht süß? Ich finde es schön, dass praktisch Mila auch noch künstlerisch ist, weil das kommt so von den ersten beiden Generationen. Also Leslie Jordan, mit der ich das Spiel ja angefangen habe, war, ich glaube, künstlerisch und war halt auch als Architekt, also hat als Architektin gearbeitet. Liam, dann du kannst auch was essen. Genau. Was macht Ethan eigentlich gerade? Er liest. Ethan, wie wär's denn mal, wenn du mal deiner Mutter auch mal Hallo sagst? Friendly. Genau, begrüß sie doch mal. Du darfst auch gleich essen. Geht das jetzt nicht? Dann lasse ich sie auch erstmal was essen. Grab a plate. Oh, warte mal, dann kannst du dich dann mal ein bisschen mit ihr unterhalten. Also es kann sein, dass ich hier gerade auch einiges überspringe und sehr viel rausschneide, damit es nicht allzu lang ist, auch in den anderen Videos. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn da irgendwie extrem viele Sprünge sind. Aber ich würde es halt irgendwie cool finden, wenn die beiden deren Baby jetzt noch, also heute noch, bekommen können, also in diesem Video noch bekommen können, weil dann könnte ich im nächsten Video Ethan mal wieder reisen und schicken. Das ist doch auch schön, wie sie hier zu gemeinsam essen. Da fehlt eine Lampe, kann das sein? Eigentlich wäre es tatsächlich schön gewesen, wenn sie irgendwie jemanden noch zu übernachten. Also keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel Mila noch wird. Obwohl, die haben ja gerade keine Gästezimmer. Mama, hast du das Buch eigentlich jetzt fertig gelesen? Nee, dann setz dich doch mal hier unten hin. Ma, Dani. Was heißt denn Reminisce oder Reminisce? Reminisce? I don't know. Auf Deutsch. Also ich verstehe, was gemeint ist, aber ich kann es jetzt gerade nicht richtig übersetzen. Frida, mache. Okay, ich glaube, hier, warte mal, ich werde mal gerade den Blatt für dich mal umändern, weil sonst dauert das ewig. Und es ist ja kein Chaos. Und zwar, was jetzt geht, einfach auf 0. Und es ist wieder auf normale Zeit. Also der Relativity Mod, wenn ich den richtig verstanden habe, sorgt einfach dafür, dass die Sim-Zeit etwas langsamer oder halt schneller vergeht, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Ich würde mich jetzt ganz gerne noch so weit spielen, dass wir Baby bekommen. Und dann geht es im nächsten Video auf Reisen. Also mit Ethan. Ich überlege gerade, was kann ich mal mit Ethan gerade machen? Get clean laundry und... Ich glaube, die haben heute schon mehrfach Laundry gemacht, als einfach sonst gerade nicht. Und war hier nicht noch ein... Ich könnte ihn ja mal... Ich traue es mir schon fast gar nicht. Aber er könnte mal den Geschirrspüler reparieren. Aber eigentlich ist er ja geschickt. Aber das war auch sein Vater, der bei dem Versuch einer Dings, eines Radios oder einer Stereoanlage einen Elektroschock bekommen hat. Ich weiß es einfach mal. Ich glaube, das liegt daran, die können bekommen einmal einen Stromschlag, glaube ich. Ich glaube, Abigail möchte gerne auf Toilette gehen. Ich glaube, die bekommen einen Stromschlag und dann muss man die, glaube ich, duschen lassen, dass sie nicht weiter angesenkt sind. Wenn man die dann weiterarbeiten lässt, ich glaube, dann endet es tödlich, wenn die dann noch einen Stromschlag bekommen. Glaube ich. Okay, ich
Ich lass lieber noch mal ein bisschen plaudern und dann kann Emma eigentlich auch ins Bett gehen. Ah, Jeep! Gamma du? Hier haben wir so los. Job it long. Genau, dann kannst du, glaube ich, nochmal ihren Bauch füllen. In der Hoffnung, dass sie dann mit dem Baby besser befreundet ist. Und dann kannst du ins Bett gehen. Und eigentlich müsste es ja auch gleich mal kommen. Glaube ich. Oh, das machst du sehr gut, Ethan. Ich glaube, ich lasse Jill auch einfach nochmal kurz ins Bett. Weil, warum auch nicht? Dem geh du doch auch schon. Ich glaube, ich schütze jetzt einfach mal alle ins Bett. Ich habe halt das Gefühl, es lohnt sich nicht. Aber egal. Okay, Liam, Ethan, du auch. Jetzt denke ich die ganze Zeit, da kommt die Meldung, dass Baby kommt, wenn da hier irgendwas kommt. Stopp! Da kommt's. Ich dachte mir gerade, eigentlich könnten die vor dem Schlafen gehen, könnte Liam nochmal irgendwie das den Bauch berühren, aber das hat sich gerade erledigt. Die beiden schlafen. Ist sie noch da? Springt sie gerade im Pool? Ah, ich dachte gerade, die sind im Pool gesprungen. Ah, ehrlich gesagt wusste ich, dass ein Mädchen wird. Ich habe nämlich vorher schon nachgeguckt. Übrigens, Fun Fact, ich war überlegen, ob ich Emma nicht Zoe nennen soll. Weil Zoe hieß ja ursprünglich Marcy. Ich wollte den Namen aber ändern, weil der mich an... Was mache ich denn sonst noch für sie? Das mit Exzentrik, genau. Weil sie mich, weil mich der Name an einen Charakter aus der Serie erinnert hat, deswegen wollte ich Marcy unbedingt ändern und war am überlegen, ob Zoe, wollte aber unbedingt. Hatte dann aber die Idee, dass Ethans und Emmas Tochter Zoe heißen könnte. War dann aber auch so am überlegen, ja, die kommen eh keine Tochter. Weil mein Spiel mag sie lieber, dass die erstgeborenen Jungs sind. Obwohl rein theoretisch wäre es ja nicht der Erstgeborene der Generation, aber es wäre halt Ethans erstgeborenes Kind und. Deswegen war ich so, nein, er bekommt bestimmt kein Mädchen, sondern eh ein Junge. Aber irgendwie will ich trotzdem den Namen frei haben. Aber jetzt habe ich einen anderen Namen, für, wenn die tatsächlich, warum auch immer, eine Tochter bekommen sollten. So wie ich mein Spiel kenne, bekommen sie wahrscheinlich eh einen Sohn. Aber habe ich das nicht schon über die beiden gesagt? Achso, ja, ich glaube genau deswegen habe ich auch nachgeguckt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, weil sonst hätte ich geguckt, dass nochmal ein anderes Paar noch ein Mädchen bekommt. Ah, guck mal, wie süß. Hier warte auf sie. Ah, ist das nicht. Und die beiden sind sowieso. Ich war jetzt gerade so abgehängt mit Reden. Ich hatte auch die Überlegung, weil ich gerade den Namen hier sehe, wenn ich den Namen Gina gehört habe, so im Hintergrund. Also, was heißt im Hintergrund? Ich hatte ein Video im Hintergrund laufen. Und dann kam halt der Name Gina auch. Und dann dachte ich mir, Gina ist voll schön. Dann wollte ich eigentlich immer Gina nennen. Und dann kam aber hier die Info, dass Ethans Ex-Freundin eine Tochter namens Gina bekommen hat. Und dann war der Name auch schon vergeben. Ah, dann geht doch mal hier hoch, beide. Ich geh erstmal hoch. Kannst du immer noch aufs Klo. Ich überlege gerade, soll Ethan ein Bild davon machen? Ja, Ethan, komm mal ganz schnell hierher. Ich weiß, es ist mega spät gerade, aber egal. Nein, das wollte ich nicht. Oh, super. Dann machen wir halt nur ein Foto mit Liam, mit dem Kind. Und dann kann sie muss ja eh auf Toilette. Habe ich hier überhaupt eine Toilette platziert? Nee, habe ich nicht. Mache ich das mal schnell? Oh. Warte mal. Ah. Und dann kann sie nämlich auf Toilette gehen und dann auch ins Bett.
Ist ja schon spät. Und es war ein anstrengender Tag und eine anstrengende Nacht. Oh! Genau, dann kannst du die Kleine mal nehmen. Aber bitte nicht mit ihr umfallen. Genau, dann kannst du mal so Ethan ein Stück entgegengehen. Dass du dich einfach nur umdrehst. Und dann kuscheln. Ah. Oh. Okay, cool. Ah ja, klar. Okay, weil die jetzt alle müde sind, kannst du Zoe dann auch mal ins Bett und ich lasse jetzt alle mal schlafen. Ethan, du darfst auch schlafen gehen. Okay, alle auf dem Weg ins Bett. Und das ist dann auch schon das Ende für dieses Video und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video in wahrscheinlich China wieder. Tschüss!